Im 6. Anniversary erhalten wir neben einer diebischen Fuchsdame auch ein weiteres GSSR. Wie auch in den Jahren zuvor, ist dies die beste Gelegenheit für jegliche Spieler, einen garantierten 5-Sterne-Server zu erhalten. Was ihr für tun müsst, auf was ihr achten solltet und welches Banner ich euch am meisten empfehle, ist das, was wir uns in den kommenden Minuten ansehen werden. Das garantierte SSR-Banner ist ein limitiertes Banner, welches im Zeitraum des Jubiläums, welches Anfang Juli erscheinen sollte, released. Hier müsst ihr euch für eines der Banner entscheiden und erhaltet garantiert mindestens einen 5- und 4-Sterne-Servant. Ihr dürft nur ein einziges Banner der 12 Stück nehmen, dieses dann auch nur einmal. Das Banner kostet 15 Paid Quads, das bedeutet, ihr müsst Geld ausgeben, damit ihr eines der Banner rollen könnt. Achtet aber auch darauf, dass die Free Sand Quads, welche ihr beim Kauf eines Packs haltet, nicht zählen, sondern wirklich nur die Paid Quads. Damit ist eure günstigste Methode, wenn ihr das Pack mit 15 Sand Quads und mit 5 Sand Quads für knapp 20 Euro kauft. Die Banner sind dieses Jahr nach Jahren aufgeteilt, sowie nach Knight und Cavalry mit Extraklassen. Doch auf was solltet ihr bei dieser einmaligen Gelegenheit denn achten? Wie schon in meinen vorherigen Guides erwähnt, sollte eure erste Faustregel sein, noch vor allem anderen, dass ihr mit dem Worst Case leben könnt. Zwar haltet ihr garantiert einen der 5-Sterne-Servant im Banner, aber es muss nicht der sein, den ihr nun wirklich wollt. Solltet ihr also ein Banner rollen, wo ihr wirklich nur einen Servant haben wollt und mit allem anderen unzufrieden seid, dann ist es fraglich, ob ihr genau dieses nehmen solltet. Ein gutes Beispiel ist das von Merlin. Hier habt ihr die größte Auswahl mit 9 Stück, wodurch eure Chance, euer Wunschziel gerade mal bei 11% liegt. Auf der anderen Seite ist das mit Arjuna Alter und Karma empfehlenswert, da ihr hier gerade mal 4 Servants habt. Zwar ist es natürlich immer schön, ein Hauptziel zu bekommen, aber plant auch mit anderen Ergebnissen, sodass ihr immer irgendwie zufrieden seid. Der nächste Schritt sollte natürlich sein, den Servant zu bestimmen, welchen ihr am meisten wollt. Auf der Gameplay-Seite sollte euer erstes Ziel immer die Meta-Supporter, ganz von der Castoria, Skadi oder Merlin sein. Danach kommen generell starke Servants, welche euch in vielen Fällen helfen und das auch meist ohne Support, wie Omni-Farmer oder Servants, die für harten Content super sind, wie Super Ryan, Morgan oder Juna Alta. Des Weiteren ist es sinnvoll, seine Lücken zu füllen. Also solltet ihr noch keinen starken Lancer haben, überlegt euch doch, das Banner mit Skark oder Romulus zu rollen. Schaut euch immer an, welches Ziele ihr in Zukunft rollen wollt und denkt langfristig. Wenn ihr beispielsweise unbedingt dieses Jahr auf Summer Camp rollt, dann ist es fraglich, ob ihr jetzt wirklich das Banner mit Ister priorisieren solltet. Und ganz wichtig, wartet mit eurem 5-Star-Ticket, bis ihr das GSSR gerollt habt. Vergesst nicht, dass das diesjährige 5-Sterne-Ticket kein Ablaufdatum habt und ihr es auch ruhig erst in einigen Wochen oder Monaten nehmen könnt. Wenn ihr beispielsweise Waver nehmen wollt, aber Reigns im GSSR bekommt, ist es zwar immer noch ein guter Servant, aber vielleicht gibt es dann die ein oder andere interessantere Einheit für euch. Auch würde ich euch empfehlen zu beachten, die 3- und 4-Sterne-Servants nicht ganz außer Acht zu lassen. Bei beiden sind die jegliche permanente, aber auch storylockte und limitierte Servants enthalten. Bei den 4-Sterne-Servants sind auf jeden Fall beide 223 Banner sehr stark, da dort die storylocked Lost Belt 6 Einheiten enthalten sind. Für viele nur ein netter Bonus, aber durchaus nett. Für mich viel interessanter, besonders wenn ich mir als neuer Spieler betrachte, sind die Freestars. Die Year 1 und Year 6 Banner könnt ihr getrost ignorieren, da dort viel zu viele sind. Aber das 221 Banner ist in dem Punkt super. Erstens habt ihr hier nur 3 Servants und davon sind 2 Storylocked. Ganz klarer Gewinn ist hier immer noch Asklepios, der ein Gewinn für jeden Account ist. Als letzten Punkt muss natürlich erwähnt sein, dass ja manche Einheiten enorm an Wert gewinnen, durch die im gleichen Zug erscheinende Coinskaya. Solltet ihr diese ebenfalls rollen wollen, werden Einheiten wie Avenger Novo, Ibuki oder natürlich Melusine enorm von ihr gewinnen, weshalb ihr auch die zukünftige Entwicklung des Servants betrachtet solltet. Überlegt euch gut, welches Banner ihr rollt, da dies eine großartige Gelegenheit ist, leicht an einen guten Servant ranzukommen. Wägt ab und schaut, wo eure Chancen am besten sind. Da dies nun aus dem Weg ist, empfehle ich euch nun meine Top 5 Banner, von denen ich denke, dass sie den größten Wert für jegliche Spieler haben. Platz 5, Free Knights 221 bis 22. Dieses Banner hat den enormen Vorteil, dass es nur 4 Servants hat, was bedeutet, dass eure Chance 1 zu 4 liegt, einen bestimmten zu bekommen, was ein enormer Vorteil schon mal von sich aus ist. Dazu habt ihr hier die Chance auf 2 der besten Einheiten im Spiel. Hauptgewinn ist selbstverständlich Super Ryan, der ohne große Diskussion seit seinem Release JP 2019 bis heute der beste Single-Target-Archer im gesamten Spiel ist. Ein Crit-Monster, allein durch seine Millionen, die er locker aus seinen eigenen Skills ohne Support rauszaubern kann.
Er ist ein super Solo-Servant und besonders in harten Content blüht er auf und macht Kämpfe wie den gegen Ibuki in Hinkyo obsolet. Direkt dahinter kommt Romulus, der ein fantastischer Buster Crit Lancer ist. Bei ihm dreht sich alles um Roma und durch dieses Gimmick und mit seinem MP kann er seinen Schaden immens erhöhen. Er ist ein durchweg starker Aerial Crit Lancer und kann natürlich auch mit den kommenden Meta-Supportern gut spielen. Dies sind auf jeden Fall die Hauptgewinne. Doch auch Sei ist ein toller Quick AoE Archer mit viel Utility und kann, wenn ihre Nischen treffen, auch immensen Schaden raushauen. Die einzige Gefahr für euch ist der Stolf. Nicht weil dieser nun per se schlecht ist, aber es ist und bleibt der Stolf. Nee, ist eigentlich ganz in Ordnung, aber Leute, es ist der Stolf. Die 4 Sterne Servants sind auch in Ordnung, da diese zum einen alle limitiert oder storylocked sind und besonders Summermeld eine der besten Looper im Spiel darstellt. Ich würde dieses Banner spielen empfehlen, welche starke Einheiten für harten Content suchen. Platz 4, 4 Horsemen plus extra 21 bis 22. Oder auch das Arts LOE Banner. Wir haben hier drei der besten Arts Farmer im gesamten Spiel. Das Highlight ist auf jeden Fall Space Sister, welche vor dem Buster Meter der beste Farmer im gesamten Spiel ist. Doch auch danach bleibt sie eine der besten Einheiten im Spiel mit gutem Damage Output und der Tatsache, dass sie aufgrund ihres MP Gimmicks in Arts, Buster und Quick Teams gut funktioniert. Direkt dahinter ist Da Vinci Rider, welche zu den besten Refundern im Spiel gehört. Neben der Tatsache, dass sie perfekte Castora-Synergie besitzt, ist ihr Refund so gut, dass sie auch ohne diese farmen kann. Ihr Damage ist besonders auf MP1 nicht der beste, aber das macht sie weg mit viel Utility. Auch Samu Musashi ist ein toller Arzt-Looper, die zwar deutlich schlechter refundet, aber dies dafür mit ihrer Berserker-Klasse ausgleicht. Und wenn wir schon mal bei Arzt sind, dann vergessen wir nicht die Werte Yang, die aufgrund ihres Burn-Gimmicks ein toller Bosskiller sowie Tank ist. Voyager ist eine nette Quick-AoE-Einheit, die einen wenig Schadensoutput mit netter Team-Utility ausgleicht. Der einzige kleine Doubter ist Bunny Torre, die ein nettes Card-Gimmick besitzt, welches aber nicht immer hilfreich ist und ansonsten nicht den besten Schaden austeilt. Ein sehr starkes Banner, besonders wenn man auf der Suche ist nach starken Arts-Farmern. Wir folgen einfach mal der chronologischen Reihenfolge mit dem 2022 und 23 Knights-Banner auf Platz 3. Dieses Banner ist überladen mit starken Einheiten, welche zu den besten ihrer Klasse gehören. Muramasa als auch Ibuki sind beide starke AoE-Saber, der eine Arts und der andere Buster, welche zwar ein wenig MP-Damage-Probleme haben, aber dies mit ihrem tollen Skillset ausgleichen. Random Shonen Protagonist ist ein toller Arts-Looper und der zweitbeste nach Yasun. Ja, das meine ich so. Captain über Mid-Masa. Dazu ist er aufgrund seines Skill mit Ignore Invincibility sowie einem starken Crit-Buff auch schwer aufzuhalten. Bei Ibuki sieht es ähnlich aus, da sie eine sehr selbstversorgende Crit-Einheit ist, die spielend leicht hohen Schaden austeilen kann. Himiko ist einer der besten Buster-Crit-Supporter und auch selbst ein starker DPS. Ähnlich gilt für Doman, der ein meta-unabhängiger Supporter für Chaotic Evil Servants ist, aufgrund seiner 80% MP-Batterie instant farmen kann mit seinem Append of Max und selbst ein guter, tankiger Damage-Dealer ist. Summer Kiara ist denn nicht nur eine unschuldige Meerjungfrau, die niemals jemandem etwas tun würde, sondern ein exzellenter Arztlooper, welcher in Child's Quest aufgrund ihres umfangreichen Kits brilliert. Das einzige, was hier wirklich negativ auffällt, ist Summer Abigail, welche der erste Sleep Servant ist, was jetzt nicht unbedingt allzu viel wert ist, aber immerhin noch ein akzeptabler Buster Reloader ist. Doch die andere Foreigner Dame ist da deutlich interessanter, da ihr hier die Chance auf Van Gogh habt. Die Creepy Künstlerin ist ein sehr interessanter Quick Servant mit einem einzigartigen Curse Gimmick. Sie funktioniert als Crit Supporter, DPS und Solo Servant. Nicht leicht zu spielen, aber sehr lustig, wenn man es mal raus hat. Auch wenn hier viele fantastische Servants sind, bleibt das Highlight Melusine. Als einziger Servant im Spiel, den wir bis dato haben, der zwei unterschiedliche MPs, ein Single Target Arts und ein Buster EMP besitzt, füllt sie gleich zwei Rollen. Single-Target-Einheit ist sie schon gut, doch ihre größte Stärke ist das Buster Reloader und damit stellt sie bis heute in JP auch noch den Goldstandard des Farmings in Fragment Order dar. Als einer der wenigen Servants, welche mit Doppel-Koyan, Oberon und Black Rail arbeiten können, bietet sie extrem hohen Damage-Output und das ist perfekt für die zukünftig immer schwereren Farming-Nodes und natürlich Challenge Quest. Auch die 4-Sterne-Servants sind überragend mit den Lost Belt-Servants Barges, Boba und Percival, dem extrem coolen und guten Saito und der Arzt-Superin Murasaki. Ein sehr gutes Banner, doch das Problem ist, dass es etwas sehr weit gefächert ist. Zwar gibt es nur eine eher schlechtere Einheit mit Abby, aber ob ihr einen Buster, Arzt, Supporter oder Farmer haltet, ist schwer absehbar. Nichtsdestotrotz ein Top-Banner mit teilweise den stärksten Servant, die wir im Spiel haben.
Platz 2, Four Horsemen 2022 bis 23. Das aktuellste Banner bietet selbstverständlich auch wieder enorm gute Servants. Nicht verwunderlich, wenn man sich anschaut, was in den letzten Wochen released ist. Ohne Frage ist das absolute Highlight Castoria, welche, ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber der beste Servant im gesamten Spiel ist. Der beste Art Supporter ermöglicht Lupin, kann in jedem Team funktionieren, egal welches Meta man hat. Sie besitzt das beste Survival im Spiel, was extrem hilfreich beim Stalling ist und kann eigentlich auch alles andere. Ich sage immer wieder, wenn ihr einen Servant rollen wollt, dann sie. Über Berserker Morgan haben wir bereits letztens ausführlicher gesprochen, deshalb hier nur die Kurzfassung. Einer der besten neutralen DPSer, welche Buster reloaden kann, extrem gut für harten Content ist und sich perfekt in das kommende Buster-Meter einfügt. Dann kommt noch Tyra, welche nicht nur eine der besten Solo-Servants im Spiel ist, sondern durch ihr endloses Survival-Kit auch ein großartiger Bosskiller ist. Während diese drei Servants zur absoluten Spitzenklasse gehören, sind die anderen etwas spezifischer. Karin ist ein netter Quick-Looper, welcher viel an Utility besitzt. Miss Crane hat ein sehr interessantes Swap-Gimmick, kann auch als Crit-Supporter funktionieren. Erneut ist es ein sehr starkes Banner, allein die Tatsache, dass Castoria drin ist, macht das Banner sehr wertvoll. Ein kleiner Mischmasch aus vielen unterschiedlichen Typen, die aber alle sehr gut sind. Das ist nur der Hauptgrund, wieso ich dieses Banner ein bisschen unter dem anderen Banner sehe. Zwar würde ich einfach mal behaupten, dass dieses Banner die stärksten Servants im Spiel hat, da auch, wie gesagt, hier allein Castoria und Morgan drin sind. Aber es ist eben ein bisschen unspezifisch wieder. Und Platz Nummer 1 geht dann an 2020 bis 2021 Four Horsemen. Ich würde wie gesagt behaupten, dass von der Qualität Morgan und Castoria besser sind. Aber die Menge macht dieses Banner eben so gut. Nur 4 Servants sind hier enthalten, was eine Chance enorm vergrößert, einen bestimmten Servant zu rollen. Ich würde mal sagen, der in Anführungszeichen schlechteste Pool aus dem Banner ist Murasaki, welche nichtsdestotrotz ein großartiger Arztlooper mit viel Utility ist. Alles andere gehört zu den absoluten besten Einheiten im gesamten Spiel. Kama ist der beste Assassin im Spiel, ein exzellenter Bosskiller mit einer dicken Batterie und etwas Utility sowie ein sehr guter Solo-Servant, welcher so toll ist, dass man sie auch gegen andere Klassen außer Rider und Berserker nutzen kann. Weiter geht es mit Reigns. Dank ihrer 2 Buffs, wobei der zweite Anfang 2024 erscheint, ist sie in nahezu allen Punkten ein besserer Waver. Ein 50% Charger mit harten Survival und einem besseren Attack Buff. Sie ist eine neutrale Einheit, welche meta-unabhängig jedem Servant in Farming und harten Content eine enorme Hilfe ist. Und schließlich noch Arjuna Alter. Der Lost Bird King gilt seit seinem Release als einer der besten Servants im gesamten Spiel und das zu Recht. Ein simples Kit, welches er nach dem Motto lebt, Rot macht tot. Mit einem der besten Schadensupport ohne Supporter im gesamten Spiel glänzt er in einer jeden Situation. Die 5 Sterne sind absolute Spitze, doch dafür sind die 4 Sterne Servants nur in Ordnung. Nicht aufgrund spielerischer Perspektive, sondern nur da ein Großteil eben permanent ist. Diese sind zwar super wie Lan Ling oder Astrea, aber halt theoretisch immer verfügbar. Also Lan Ling nur theoretisch. Oder wieso habe ich MP7 Diamant und keinen Lan Ling? Egal. Highlight ist hier immer noch MHX Summer. Sie ist ein toller Bosskiller. Zum Schluss haben wir aber hier noch das beste Freestyle-Lineup in dem Spiel. Hier gibt es nur 3 Servants, die ihr bekommen könnt. In der Form von Tell und den Storylocked-Einheiten Red Hair und Asklepios. Tell solltet ihr so oder so bekommen und Lu Bu ist nett zu haben, aber Asklepios ist eben extrem wertvoll. Und da eure Chance bei dem Banner einen Freestyle zu ziehen bei 30% liegt, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr ihn bekommt. Außer ihr rollt einfach 90. Kann natürlich auch passieren. Rundum das stärkste Banner, welches kompakt ist und für Anfänger sowie Endgame-Player vieles bietet. Und das war's auch schon wieder mit dem GSSR-Guide für das 6. Anniversary. Wie immer bietet dies eine extrem gute Möglichkeit für alle Spieler an, tolle Einheiten zu bekommen. Überlegt euch gut, welchen Servant ihr haben wollt, wartet mit euren Tickets ab und eventuell auch eure Koyan Rolls. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr euren Wunsch-Servant bekommt. Gut, liebe Leute, das war wie gesagt unser kleiner kompakter Guide. Welches Banner werdet ihr denn rollen? Das würde mich doch sehr interessieren. Geht ihr auf Waifu, geht ihr auf Meta oder geht ihr auf Space? Ich würde euch Space immer empfehlen. Nun gut, Leute, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich war's eurem Cyberfix und ich wünsche euch alles Gute für eure zukünftigen Rolls. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!